Servus, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Mechanic Simulator 2018. Freunde, in der letzten Folge hatten wir mit dem Coronavirus zu tun. Euch geht's möglicherweise so wie mir. Könnt ihr das auch nicht mehr hören? Corona. Aber es geht halt nicht anders. Auf jeden Fall, wir wollen heute mal wieder ein bisschen Autos reparieren. Ich habe eine kleine Aufnahmepause von 2 Stunden eingelegt. Nach der letzten Folge. Aber ich mache jetzt frisch gestärkt weiter. Und ich bin dafür. Oh, wir helfen jetzt erstmal dem Menschen mit dem Pagani. Auch wenn das nur Motoröl und Ölfilter wahrscheinlich ist. Oh, schöne italienische Flagge vorne drauf. Auch ein bisschen der Lack kaputt aus. War nicht so schlimm wie letztes Mal bei dem, war glaube ich auch ein Pagani, ne? So, ach so. Wird der wohl seinen Motor hinten haben, nicht wahr? Aua. Ach so, dann müssen wir mit dem Motorraum. Wie komme ich denn heute mal? So. Was ist der Ölfilter? So, 9 Ölfilter, V12, hol ich schon mal rein. Und Ölwechsel. Alles klar, hätte ich trotzdem hinten abnehmen müssen, stimmt. Ölfilter V12, $23. Sehr schön. So. Zum Motor, dann kann ich den schon mal wieder einsetzen. Zack. Dadurch dürfte ich das Wichtigste haben. Jetzt muss ich nämlich erst einmal das Öl aus dem Motor rauslassen. Und neues Öl nachfüllen. Und dann kann ich hinten die Heckpartie wieder dran setzen. Das ist ein ganz schönes Geraffel bei diesem Fahrzeug. So, wo kann man denn hier Motoröl nachfüllen? Da! Oh, das ist ein schöner Grafikfehler hier. Das ist nicht so gut gemacht mit dem Öl nachfüllen bei dem Fahrzeug. So, das reicht sogar schon. Und Montage von Karosserieteilen. Perfekt. Zack. Zack. Und zack. Und jetzt dürfte ich eigentlich alles schon haben. Nur 137, aber hey, haben wir nicht. Ich habe den Auftrag abgeschlossen. Und ich habe mal wieder eine Kiste gekriegt, die wir natürlich gleich öffnen werden. Was ist Schönes drin? Vielleicht wieder eine Scheunenkarte? Nein, diesmal nicht. Keine Ahnung, was das alles sein soll. Halter. Okay. Nockenwellen, Lagerdeckel. Und ein Ansaugrohr. Gibt plus 4 Qualität. Und die Ansaugrohr. Plus 3 Qualität. Mensch. Können wir bestimmt alles mal gebrauchen, wenn wir unsere eigenen Autos da irgendwie kaufen und zurecht machen wollen. So, was haben wir als nächstes denn noch für übrig? Motor. Oh, komm hier, den hier. Motor haben wir hier was und Filter müssen ausgewechselt werden. Jetzt war es mal weg. So, Porsche 911 Carrera 4S. Wollen wir uns das doch mal angucken? Na, wie hast du ihn gepflegt, Mister? Oh Gott, sieht der auch schon wieder verschrammelt aus. Naja. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was müssen wir denn alles machen? Oh, es wird mir sogar angezeigt. Alle Filter. Kraftstofffilter, Ölfilter, Luftfilter und dann noch hier. Okay. Ach nee. Hä? Natürlich. Motorabdeckung. Okay. Ah, Ölfilter B6, Kraftstofffilter und dann natürlich noch die Luftfilter. Das machen wir als erstes. Beziehungsweise besorgen wir als erstes, besser gesagt.
So, Luftfilter B6A. Luftfilter B6A zweimal. Dann haben wir hier einen Kraft... Achso, Helikopterfilter haben wir natürlich hier. Und was war das andere nochmal? Da habe ich hier wieder vergessen. Was geht's wieder zum Auto? Ölfilter B6. Guck mal hin. Ölfilter B6. So, haben wir schon mal alle Filter gekauft. So. Und jetzt müssen wir mal gerade schauen. Steuerkette. Steuerkettenführung, Wasserpumpe, Rinschwanner, Steuern, Wasserpumpe, okay. Das sollte alles möglich sein. Riemenspanner. Der ist schon mal kaputt. Reservepumpe muss vorher raus. Gut. Keilriemen, der ist noch gut. Ja, da sehen wir schon mal einen kaputtes Teil. Wasserpumpenriemenscheibe und die Wasserpumpe. So. Haben wir schon mal was Wichtiges rausgebaut. Definitiv neu gemacht werden muss. So, wie komme ich aber jetzt zu den... Oh! Bei Sicht hier. Ölwanne, okay. Muss ich den kompletten oberen Motor auseinandernehmen, ja? Ach, machen wir einfach mal. Scheiß drauf. Generator. Ölrohr. Ansaugkrümmer. Das wird ja wohl da unten drunter sitzen, ne? Wie gesagt, Freunde, bitte schlagt nicht die Hände über dem Kopf zusammen. Ich bin, was sowas angeht, weiß Gott kein Experte und weiß nicht, wo das alles sitzt. Also von Steuerkette hätte ich jetzt... Vom allgemeinen Verständnis her gesagt, okay, das müsste theoretisch irgendwie im Inneren des Motors sitzen, aber Freunde, da kann ich mich auch vollkommen irren. Vielleicht baue ich jetzt einfach zu viel ab und das ist voll offensichtlich, wo das eigentlich sitzt. Ah, hier vorne. Ah, guck mal, da habe ich es doch gesehen, dass da was Kaputtes ist. Ja, Steuerkettenführung. Nochmal Steuerkettenführung. Die Steuerkette denn noch gut? Nein, die Steuerkette ist auch nicht mehr gut. So, das gleiche muss ich auf dieser Seite nochmal machen, ne? So, wollen wir doch mal gucken. Ja, da haben wir doch die anderen kaputten Teile. So. Und ist die Steuerkette auch kaputt? Ja. Hier ist noch eine Steuerkette. Können wir hier gucken. Kann man das hier nur abmachen? Ups. Ohne dass man jetzt das groß. Okay, warte mal. Zwei Steuerketten. Und viermal Steuerkettenführung. Jo, hab ich. Okay. Das muss ich nochmal kurz gucken. Steuerkettenführung B6A brauche ich viermal und Steuerkette zweimal. Steuerkette B6A zweimal. Steuerkettenführung B6A brauche ich viermal. Okay. Mich. Wasserpumpenriemenscheibe und Riemenspanner und Wasserpumpe, alles B6. Wasserpumpenriemenscheibe B6A und den Riemenspanner, ne? Ich jetzt alles haben eigentlich. Öl war ja hier nicht, ne?
herkommen. Nur die Filter, die habe ich schon gekauft. Gut, dann kann ich jetzt das Auto wieder zusammenbauen. So, Luftfilter kann ich hier schon mal einsetzen. Zack. Okay. Den Ölfilter natürlich. Ansaugkrümmer. Ich glaube, ich habe vorhin aus Versehen Abgaskrümmer gesagt. Kann das sein? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Freunde. Das war der Ansaugkrümmer. So, Steuerkette. Die war ja noch vollkommen in Ordnung. Wasserpumpe haben wir neu gekauft. Die Wasserpumpenriemenscheibe haben wir ebenfalls neu gekauft. Weil die war nicht mehr gut. So, hier nochmal die Steuerkette neu. Kettenführung. Auch hier die Steuerkettenführung. So, die Steuerkettenführung muss ich jetzt noch auf der Seite anbringen. Mache ich die Seite auch jetzt schon gleich zu. Also ein Porsche ist doch so ein ganz anderer Aufbau vom Motor her. Finde ich gut. So von dem, also im Vergleich, was man bei den vorherigen Autos hatte, wenn man so im Motorraum geguckt hat, ne? So. Den Kraftstoffverteiler natürlich nicht vergessen. Ölrohr. Generator. So. Diesmal werden wir auch, nachdem wir diesen Auftrag hier fertig haben, uns direkt um den Kampagnenauftrag kümmern. Und zu eurer Information. Ihr werdet es zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon gesehen haben. Ich habe es geschafft, die ersten drei Folgen hochzuladen, beziehungsweise schon mal einzustellen, dass es hochlädt. Ich habe die Pause zwischendrin genutzt und habe es einfach mal eingestellt. Es ist im Moment noch am Hochladen, es ist noch nicht fertig. Die erste Folge ist, glaube ich, durch. Nur die anderen noch nicht. So, das habe ich alles reingebaut. Motorabdeckung nach oben drauf, die Motorhaube kommt zu und schon dürfte das Auto fertig sein, oder? Jo, perfekt. Bin ich denn in einem Level gestiegen? Ich glaube ja, ne? Ja! Kann man leider noch nicht, also machen wir jetzt das hier. Perfekt. Ah, jetzt haben wir hier die Werkbank. Personalisierter Satz. Okay, tschüss. Und hier haben wir eine Diagnose für, da kann ich ja hier. Okay, ich kann hier nicht runter. Ich schwebe. Na gut. Ich bin Jesus! Nee, konnte Jesus schweben? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Hier haben wir das Diagnosegerät. Diagnosefahrt. Das ist die Diagnosefahrt. Beides Diagnosefahrt. Auch Diagnosefahrt. Auch Diagnosefahrt. Hiermit kann ich was sauber machen. Ne? Warum habe ich hier so riesen Pfütze drin? Warum ist hier alles so schmutzig? Alter. Noch mal jemand sauber machen. Naja. Jetzt hier irgendwo Lager oder sowas. Schade. Na gut. Mayan M6. Wäre das nächste Auto. Was hätten wir denn eigentlich hier noch? Jeep Grand Cherokee, CK GTR, Dodge Viper GTS und auch den Ford F350. Aber wir machen Kampagnenauftrag 04. Der Kunde ist die Frau A. Ellershagen.
Als ich gestern Abend sehr spät noch durch die Stadt gefahren bin, habe ich eine Bremsschwelle übersehen. Seitdem klappert irgendetwas vorne. Prüft sie bitte, ob mit der Aufhängung alles okay ist, denn es scheint mir nicht so. Nicht, dass es noch etwas Ernstes ist. Ich bin auf das Auto angewiesen und brauche es aus beruflichen Gründen täglich. Ah, gute Frau, da helfen wir Ihnen natürlich gerne. Ja, wie der Bayer sagen würde, nein. Ich will keine Bayer verärgern. Das ist auf jeden Fall ein Original, also zumindest von vorne. Vorne ist das ein Audi? Ja. Ist das Volvo? Ach, scheiß drauf. Fahrzeug bewegen, erste Hebebühne. Auf geht's. Was müssen wir denn hier machen? Haben wir was? Auf jeden Fall mit der Aufhängung, vielleicht sogar bremsen. Okay, wir müssen alles selber herausfinden. Das gefällt mir gut. Da sehe ich doch schon das erste. Der Kühler, den hat erwischt. Hier muss ich erstmal alles auseinandernehmen. Das ist nicht gut, Freunde. Ja, Antriebswelle. Raus damit. Radlager raus. So. Spurstangenkopf und Spurstangen sind auch kaputt. Querlenker. Menschenskinders. Hat die gute Frau damit nur gemacht. Vorne natürlich hier Lüfter und Kühler auch vollkommen hinüber. Ich glaube, die Federn musste man auch auseinandernehmen. Wenn mich nicht alles täuscht. Achso. Diesmal wenigstens keine Pegel Corona. Mann, ey. Doppelstange. Dämpfer. Auch hier die Antriebswelle. Wenn hier so reinguckt in die Bremsscheibe, sieht das auch nicht so schön aus. Spurstangenkopf ist kaputt. Das hier ist kaputt. Und jetzt kann ich nochmal hier vorne reingucken, weil Lüfter und Kühler natürlich auch kaputt sind. Zumindest die Lüfterzarge. Habe ich schon alle Teile gefunden? Ja, also. Lüfterzarge Typ B und Kühler Typ A. Lüfterzarge Typ B. Kühler Typ A war das, ne? Oder mal gucken, ob ich das dann jetzt schon reparieren kann. Hier, perfekt. Haben wir das hier vorne schon mal fertig. Und hier mache ich es wieder hoch. Dann schauen wir mal. So. Puh. Stoßdämpfer und Domlager, die gehören zusammen. Sind das. Hier kann man die nämlich auseinanderbauen. Zerlegen. Weil die Feder bei beiden noch gut ist. Okay. Das ist gut. Dann kann ich die Feder nämlich wieder benutzen. Muss nur. Domlager und Stoßdämpfer. Ups. Domlager und Stoßdämpfer kaufen. Stoßdämpfer McPherson. Domlager für Feder VA. Domlager für Feder VA. Zwei Stück. Und der McPherson. Zwei Stück. Dann wollen wir mal. Geht auf jeden Fall schneller als die Reifen vom letzten Mal.
prägen. So. Nehmen. Will ich erstmal alles kaufen? Ja, ist glaube ich sinnvoller, ne? Querantriebswelle Typ C und Querlenker VA. Boah. Antriebswelle Typ VA, Typ C, ne? Und Querlenker VA unten Typ A. 2. Habe ich. Koppelstange VA Typ A. Und die Spurstangenlänge. Und Spurstangenkopf. Jeweils zweimal. Gut, dann dürfte ich eigentlich alles schon haben wieder. Feder rein, Stoßdämpfer rein. Perfekt. Antriebswelle. Querlenker. Koppelstange. Spurstange und Spurstangenkopf. Dann kann ich den Reifen wieder dran setzen. Perfekt. Hat man jetzt unglaublich viel gesehen. Ach ja, genau. Auf der Seite ist ja alles weg. Ja, alles abgebaut. Nicht ganz so tragisch. Wir machen erstmal das Innere hier wieder zurecht. Habe ich denn jetzt hier alles? Ne, wollte schon sagen, die Koppelstange habe ich doch noch nicht. Bremsscheibe. Radlager. Genau, und die Antriebswelle natürlich fehlt noch. Und jetzt dürfte ich sogar schon fertig sein, oder? Schaut gut aus, Frau Ellerswagen. Ihr Auto ist fertig. Bitteschön. Ja, perfekt. So. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Gebt ein Like. Teilt das Video. Ihr kennt das ganze Spiel. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt Car Mechanic Simulator 2018. Bis dahin. Ciao.